Die Zeit läuft. Ständig, unbeirrbar und gnadenlos. Der Lauf gegen die Zeit bestimmt unseren Alltag. Nichts geht mehr ohne Kalender, Handy, Termine. Bleibt da überhaupt noch Platz für Spontanität? Ich habe nur zwei wichtige Termine. Schaffen wir nicht. Und genau darum geht es heute. Ich belohne die Spontanität mit Sonne, Meer, Strand, mit einer Woche Traumurlaub. Es gibt nur einen Haken. Die Reise für meine beiden Kandidaten beginnt jetzt. Exakt 4 Stunden vor Abflug suche ich meine Kandidaten. Je länger ich allerdings brauche, desto weniger Zeit bleibt am Ende, den Flieger zu erreichen. Schaffe ich es nicht, 1 Stunde vor Abflug mit meinen beiden Kandidaten am Flughafen zu sein, dann kommt die große Chance für die Joker-Kandidaten. Dann fliegen die. Somit gibt es immer Gewinner und Verlierer. Das ist die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Ha, schön, in so einem Eiskaffee. Jeder Tag war jetzt schön. Heute ist kalt und kreislich. Und was liegt jetzt das? Boah, weil wir draußen sitzen. Ja, weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Oder ihr habt es richtig gemacht. Das sind nämlich die beiden Joker-Kandidaten. Der Andreas und der Anton. Das ist jetzt nicht Papa und Sohn. Ihr seid Brüder. Richtig, ja. Ja, und ja. Ein paar Jahre auseinander, oder? Wie viel sind's? 19. Okay. Ja. Also er ist der Jüngste, du bist der Älteste. Nicht ganz. Ach, gibt's noch? Wie viele Geschwister gibt's denn? Es gibt insgesamt 5 Geschwister noch, also zu 6 sind wir. Ach so, also ja. Die Familie hatte genau. Tolle Hobbys. Und da ist der älteste Sohn und der jüngste Sohn quasi da. Aber ja. Ältere Schwester gibt es auch noch. Und so eine Woche Kreta war jetzt genau richtig, gell? Wenn man die Temperaturen hier anschaut, auf jeden Fall. Ja. Es geht nach Kreta ins 4-Sterne-Hotel Mare Garden. Das Ganze von heute bis 13.05. Check-in 19.05 Uhr, das sind jetzt 3 Stunden. Ihr macht euch auf den Weg zum Flughafen, ich mache mich auf den Weg auf die Kandidatensuche. Irgendwer wird da draußen ja jetzt sein, der diese Reise will, und wenn nicht, dann freuen sie zwei, die am Flughafen warten. Ach, und übrigens, da geht's hin. Für unsere Kandidaten geht es heute mit Coral Travel nach Kreta ins bezaubernde 4-Sterne Mare Garden Hotel. Dieses Hotel bietet seinen Gästen eine perfekte Kombination aus Entspannung und Abenteuer, nur wenige Schritte vom wunderschönen Strand entfernt. Mit komfortablen Zimmern und köstlichen kulinarischen Angeboten verspricht das Mare Garden Hotel einen unvergesslichen Aufenthalt. Coral Travel wünscht unseren Kandidaten eine erholsame Zeit auf dieser wunderschönen griechischen Insel. 3, 2, 1, jetzt haben wir 3 Stunden. Auf geht's. Ja, hier bist du als Fußgänger arme Sau. Rasieren Sie dich ab. Die Koffer waren schon gepackt, gell? Ihr habt schon gepackte Koffer. Geht ihr Flughafen oder fahrt ihr weg? Nee, nee. Ihr kommt nach München jetzt? Also wir wohnen schon hier. Ihr wohnt hier? Ja, ja. Und so große Koffer unterwegs? Ja, ja. Pass auf. Ich schenke euch zwar jetzt eine knappe Woche Kreta, mit allem drum und dran. Müsst ihr bloß die Koffer voll machen und fliegen. Wo ist er heute? 19.05 Uhr müsst ihr am Flughafen sein. Wir können nicht. Ihr könnt nicht, warum nicht? Wir haben Arbeit, Studium, Praktikum. Arbeit, Studium und Praktikum, da ist eins zu viel. Ja. Ganz sicher. Ja. Dann gehe ich jetzt weiter. Servus. Ciao. Der von dir ist so eine Zigarette an Schnorren. Macht auch nicht. Das meine ich ihm. Ja, alles. Aber weißt du, was mein Problem ist? Was hast du? Ich rauche nicht. Ach so. Das ist ja blöd, gell? Ich kenne das sowieso schon von der Wiesen her. Ja, ist ja. Schon ja. Jahrelang. Okay, jetzt haben wir ja gerade keine Wiesen, oder? Nein, Gott sei Dank. Aber jetzt, ja, oder auch nicht. Was hältst du jetzt davon, wenn du mit deiner Frau ein paar Tage nach Kreta verschwindest? Auf unsere Kosten. Du musst aber um 19.05 Uhr einchecken. Heute? Ja. Das geht nicht. Das geht nicht? Nein. Ja, warum nicht? Ich habe meinen Job im Tal unten, im Dürmreu. Ah, da musst du arbeiten. Ich bin Chefkoch dort. Bin schon weiter. Ich danke dir, gell? Aber gerne. Ich bin jetzt einmal frech und frage einmal ganz freundlich. Ja. Okay, dann weiß er zumindest, dass er nicht unfreundlich ist. Gibt es irgendjemanden, der urlaubsreif ist von euch? Ich fahre am Samstag nach Wien. Ich habe eh keine Zeit. Fast nach Wien. Aber wir hätten jetzt nur eine Reise für 2 Personen. Danke. Du auch keine Lust auf Kreta oder so? Nein. Sicher nicht? Ja. Warum nicht? Gerade im Urlaubsreich. Muss ja nicht übertreiben. Finde ich eine gute Einstellung. Ja. Gell? Man muss auch mal arbeiten. Genau. Ja, bin schon weg. Götti. Das ist. Du bist meine Kandidatin. Ich schenke dir jetzt diese kleine Kurzreise und du darfst sogar noch jemanden mitnehmen. Das hat nur einen kleinen Haken. Du musst um 19.05 Uhr einchecken am Flughafen. Heute? Ja.
wow, das ist ein tolles Angebot, würde ich sehr gerne einnehmen, da ich bin jetzt beim Studium gerade unterwegs. Vielleicht finden Sie jemanden, der da das tut. Ja, da hoffe ich ja doch schon, aber geht nicht. Auf keinen Fall, ganz sicher? Kommt nicht ganz wieder. Sicher, aber das finde ich super. Also, wenn ich Zeit hätte, würde ich das wirklich machen. Servus, ciao, ciao. Hey, jetzt hat er rüber geschaut, ich habe es genau gesehen. Möchtest du eine Woche nach Kreta fliegen? Vielleicht später. Nein, ich kann später jetzt, habe ich keine Reise mehr. Weil ich habe einen Termin, deswegen kann ich leider Termin. Nicht. Habe ich Pech gehabt. Denn. Und ein wichtiger Termin. Ja, leider. Urlaub wäre mir lieber, aber ich muss halt leider zu dem Termin. Tut Servus. Leid. Ciao, ciao. Eine Woche Urlaub, spontan von jetzt sofort. Ihr könnt auch gern zu zweit fliegen. Kehrt ihr zusammen? Nehmen wir an, wir sind Geschwister. Das passt doch perfekt. Zwillinge. Das auch noch? Ja. Ja, das ist einmal, da versteht man sich ja blendend, oder? Das alles, ja alles schon, ja. Das ist ja ideal. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einen herrlichen Kurztrip nach Kreta in ein 4-Sterne-Hotel mit All-Inclusive. Allem dabei, wir zahlen. Es hat einen Haken. Aber der Haken steht in der letzten Zeile und sehr groß. 19:05 Uhr. Wenn ihr bis 19:05 Uhr eincheckt am Flughafen, gehört euch diese Reise. Und wie viel Bedenkzeit haben wir dafür? Ja, wenig, weil die Zeit läuft. Und übrigens, so was heißt, haben wir denn heute für ein Datum? So ja, heißt die Sendung. Heute Abend würde man fliegen. In zwei also, ich will ja jetzt keine Vorurteile schüren, aber die Zwillingsschwester ist da ein bisschen schneller gewesen. Bis wann ist es denn überhaupt? Bis 13.05? Bis 13, ja. Genau, alles kontrollieren, die Zeit muss sein. Die Zeit muss. Jetzt ist eh Brückentag, das ist nicht so schlimm. Oh, da könnte man schon was rausholen. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Geburtstagsfeier verpasse ich. Den Lauf am Sonntag, Giro di Monaco. Oh, ja, und ich kriege auch gar nicht Urlaub. Ich habe leider eine Arbeit, da kann man nicht so spontan. Wir gehen mal ein paar Schritte weiter und falls wir sonst holt mich ein. Kommen, dann, holt mich wir, ein. Dann laufen wir zurück. Lauft du zurück. Ja. Sehr gut. Ciao, ciao. Servus. Nein, ich habe keine Zeit. Für Nein, was denn? Ich möchte nicht ins Fernsehen. Okay, das ist ein Grund. Aber machen wir es so. Wenn das hinterher immer nur so ist, dann schmeißen wir alles weg, okay? Und wenn es jetzt ein nettes Angebot ist, dann kannst du aber nur sagen, ja oder nein. Okay. Okay. Ich höre mal zu. Hörst du, das finde ich nett. Ich bin der Beri. Hallo Beri, ich bin die Franzi. Franzi, und ich suche einen Kandidaten oder eine Kandidatin oder idealerweise zwei Personen, die spontan sind, um 19:05 Uhr am Flughafen einzuchecken, um nach Kreta zu fliegen auf unsere Kosten. Sehr schade, aber ich kann leider nicht. So, und jetzt Hand aufs Herz. War das jetzt böse? Nö. Dürfen wir das senden? Ja. Ah, siehst du, jetzt sind wir wieder Freunde. Vierte. Servus. So, gute Stunde schon durch. Jetzt wird es langsam sportlich, gell? Odeonsplatz, auf ein neues. Oh, das ist eine Umarmung. Ich hab das genau gesehen, gell? Diese herzliche Umarmung, die ist mir jetzt total ins Auge gefallen, gell? Ja. Und dann habe ich irgendwas gehört von, du bist braun oder nicht so braun. Das habe ich das richtig gehört. Ich habe kurz mal aufgeklärt, wer im Urlaub war von uns. Und wer war im Urlaub? Ich, aber sie sieht danach aus. Und wart ihr schon mal miteinander im Urlaub? Nee, das ja nicht. Ich schenke euch jetzt. Was Peter, haben wir? Da komme ich erst her. Also doch. Gestern gelandet hat. Du. Ach, gestern bist du aus Kreta gekommen? Ja. Nein, wirklich? Ja, wirklich. Ja, dann wird es Zeit, dass du wieder fliegst. Ja, finde ich auch. Super. 19:05 Uhr. Okay, jetzt mal Spaß beiseite. Ich schenke euch ernsthaft Kreta in einem 4-Sterne-Hotel alles dabei. Der einzige Haken, ihr müsst um 19:05 Uhr einchecken. Und das ist jetzt auch ziemlich genau 1,5 Stunden. Scheiße. Ich kann leider nicht. Sicher nicht. Bereit. Du wärst bereit. Ich bin mental schon, gell? Aber was nicht? Nee, tatsächlich klappt es auch nicht von der Arbeit, leider. Glauben oder wissen? Da kann man ja anrufen. Also so viel Urlaub brauchst du nicht. Wir haben einen Brückentag, oder? Ja, das machen ist ein Feiertag. Und also ich bin raus, es tut mir leid. Gut. Aber ein Wahnsinnsangebot. Das ist okay. Das war wenigstens von sich. Da freuen sich andere. Ihr findet jemanden, der. Viel Zeit aber nicht, schon geben fürs Gas. Ja. Ciao, Mädels. Ciao, ciao. Du kennst sie aus? Du kennst dich aus. Ich kenne mich nicht aus. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, da vorne ist Kunsthalle. Ich habe gefragt, wo man saufen kann. Also entschuldige, darf ich noch mal saufen? In München bitte. Kann man überall saufen. Ja? Ich schenke euch jetzt eine knappe Woche Kreta. Auflage ist, ihr müsst um 19:05 Uhr einchecken am Flughafen. Heute. Ich habe Urlaub.
Ich auch nicht. Schwierig gerade, schwierig. Wenn du eine zweite Person hast, weil er nicht kann, ich habe für zwei Personen. Ich habe halt keine anderen Freunde, das ist das Problem. Mach du Arme. Ja, ich weiß, ich weiß selber. Eine Runde mit Leid, eine Runde mit Leid. Ja, du bist so ein unkommunikativer Typ, ja, das sieht man gleich. Das ist ohne Schmarrn. Nee, gib's es jemand anderen. Freut sich jemand anderen mehr. Machen wir das so. Ja, machen wir das so. Gut. Dann gehen wir jemand weiter. Ja. Ich habe einen guten Vorschlag. Du machst jetzt das Ding auf, wir trinken es aus und dann wird es schön Wetter. Wunderbar. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, oder? Ja, na klar, das ist morgen für den Vatertag. Aber es morgen für den Vatertag. Und seid ihr so freundlich? Ja, weil wir gut drauf sind. Morgen ist frei. Dann ist ein Brückentag, dann ist ein Wochenende und dann hängen wir am Montag dran. Dann seid ihr am Dienstag wieder da. Wo denn? Ihr fliegt nämlich jetzt vielleicht nach Kreta, wenn ihr spontan seid. Oh, Kreta, schauen wir aber gerne. Jetzt kommt die Ausrede. Ich kann nicht, nein. Weil du saufen musst, Mann. Ja, genau. Ja, Blödsinn. Nein, ich muss leider auf die Arbeit am Freitag wieder. Mein Chef ist da wahnsinnig unspontan. Kannst du da nicht vielleicht am Brückentag, wenn du den jetzt anrufst und sagst, du kriegst gerade eine Reise geschenkt mit einer charmanten Begleitung? Woher kennt ihr euch eigentlich? Wir sind beste Freundinnen. Na, dann passt es ja. Okay, wir schieben das Bett ein bisschen auseinander. Ja, wunderbar. Aber das geht. Wann geht's denn los? 19:05 Uhr müsste er am Flughafen sein. Ach so, ich kenne Ihre Show sogar. Ach nein. Doch. Ah, jetzt? Die Zeit läuft. Doch. Ihr müsstet jetzt nur spontan genug sein und fliegen. Das kann ich leider nicht machen. Bist du dir sicher, dass du das jetzt hausen lässt? Ja, muss und du ich auch. Machen. Ja, leider. Du hast auch niemanden, der mit dir fliegt. Nee. Bin weg. Servus. Spontan. Ihr müsst spontan sein. Nein. Warum nicht? Hey, wir wollen darüber. Da klingelt auch gleich Glockenspiel. Ja, das sind aber noch 9 Minuten. Das schafft ihr locker. Ich schenke euch jetzt einen Trip nach Kreta. Mit allem drum und dran. Ihr müsst um 19:05 am Flughafen sein. Wir müssen leider arbeiten. Es tut mir wirklich leid. Morgen ist Vatertag, dann ist Brückentag und dann ist noch Montag und Dienstag seid schon wieder. Ich bin Friseurin und ich bin immer am Arbeiten. Viel Spaß beim Blimmelwilling. Danke. Servus, ciao. Ah, ist das, das ist ja online. Ich bin gerade im Call. Im Call. Ja. Achso, aber das hätte ich jetzt in Urlaub geschickt. Ja, das wäre schön. Das wäre wünschenswert. Wär schön, ja. Was für ein Urlaub dann? Nach Kreta. Nach Kreta? Ja, und auch sogar noch mit einer zweiten Person. Du musst nur den Check-in um 19:05. Du musst nur da. Du hast jetzt noch eine Stunde Zeit und musst am Flughafen sein. Das geht leider nicht. Ich gebe zu, das ist ein schwieriger. Ich würde es gerne annehmen, aber es klappt nicht. Geht nicht. Nee. Aber vielen Dank fürs Angebot. Ja, gerne. Viel Spaß im Call. Dankeschön. Ciao. Was machen wir jetzt? Was machen wir? Kreta vielleicht? Das klingt gut. Ja, gut, klingt gut, ja. Das klingt gut, ist sonniger als hier. Ja, aber man muss sehr spontan sein, gell? Das kennst ist die Sendung, oder? Natürlich kenne ich sie. Ja, bin damit aufgewachsen. Darf du sagen, oder? Ja klar, bin Adrian. Adrian, bin der Pieri. Servus. Adrian, wenn wir jetzt auf die Uhr schauen, dann haben wir nämlich jetzt noch genau eine Stunde. Jawohl. Hast du jemanden, der mit dir fliegen würde? Ich könnte meine Schwester aktivieren. Ja, dann probier das doch mal. Die müsste halt jetzt schnell sein. Wo bist du denn daheim? In Hünenkirchen, Sigersbrunn. Und sie ist auch in Hünenkirchen? Nee, die ist gerade auch in der Stadt. Aber Hünenkirchen schafft er nicht mehr. Habt ihr jemanden, der euch was am Flughafen bringen kann? Das können wir machen, ja. Also ja. Ich habe einen Hallo? Da. Hallo, Laura. Hier ist Adrian. Kurze Sache. Der Barry ist neben mir gerade. Und ich hätte gerade, wenn du sehr spontan bist, könnte ich mitnehmen in die Sonne. Du bist gerade in der Stadt, gell? Ja, was ist bis weil die Zeit läuft? Ja. Genau, wir sind, weil die Zeit läuft. Doch. Oh mein Gott, okay, warte. Wo bist du denn? Ich bin gerade Höhe Rotkreuzplatz. Rotkreuzplatz. Das ist ein bisschen weiter weg. Okay. Und wohnt ihr noch im selben. Wir wohnen noch beide zu Hause. Beide zu Hause. Das heißt, habt ihr zu Hause jemanden, der euch jetzt was packen kann und am Flughafen? Ja. Sonst schafft ihr es nicht. Doch, das können wir machen. Kriegt er hin. Laura, wie kriegen wir dich jetzt am schnellsten, sofern du mitmachst? Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, gar keine. Ihr müsstet eigentlich in einer Stunde einchecken. Jetzt einchecken. Das heißt, wir fahren euch am Flughafen. Wir müssen dich jetzt ganz schnell aufsammeln. Ja. Idealerweise im Rotkreuz, da ist die U-Bahn wahrscheinlich schneller. Wir stehen jetzt am Odeonsplatz. Ich habe einen Ausweis. Reicht Ausweis oder muss Reisepass? Ja, reicht. Rein reicht. Kreta reicht ein Ausweis. Ja. Okay. Das ist ja spontan. Ja, das ist ja geil. So, Sommer hier. Okay, also wir klären das mit den Eltern, oder? Wir rufen die gleich an. Alles klar. Sag, die Mama soll einfach meine ganzen Kleider rechts alle nehmen und einfach mitnehmen. Ja. Ihr seid ja total crazy. Das ist wie beim FC Bayern, in der letzten Minute noch ein Tor schießen, oder? So ist es, ja. Wie heute Abend. Okay. Wo soll ich hin? Rotkreuz. Bist du an der U-Bahn heute, oder? Nee, ich bin bei dieser Perlerie, aber ich kann zur U-Bahn oben hinlaufen. Wenn du jetzt mit der U-Bahn, wie lange du... Zum Sendlinger Tor kann Sendlinger ich. Tor geht, dann fahren wir zum Sendlinger Tor. Ja. Okay. Ich rufe euch gleich nochmal an. Okay. Ja, mach das. So machen wir das. Jo, okay. Servus. Hallo?
Hallo Mama. Ja, hallo. Eine kurze Sache mit dem Laufen mit ist heute nichts mehr, denn ich bin im Auto gerade. Ja? Weißt du, wer neben mir sitzt? Kannst du nicht wissen. Kannst du nicht wissen, aber vielleicht die Stimme kennst du. Der Barry. Ich schau doch den Barry seit über 25 Jahren die Sendung. Ja, ja, und wir wurden dann auch mit reingenommen. Ja, und jedes Mal, ja. Und er ist aufgewachsen damit. Wie alt bist du eigentlich? Also? Ich bin 20. 20, okay. Also 21. War schon in die Windel den Barry gelegt. Ja. Sehr gut. Liebste Mama, beste Mama der Welt. Wir haben jetzt eine Herausforderung für dich. Ja, wir fahren jetzt schon zum Flughafen. Wir holen die Schwester gerade noch am Sendlinger Torplatz ab. Und jetzt haben die aber keinen Koffer. Und jetzt muss die Mama schnell den Koffer packen und ganz schnell am Flughafen bringen. Ich muss zum Flughafen per der Flieger. Ja, um 19 Uhr. Ja, jetzt in einer guten Stunde müsste er draußen sein. Aber das schaffe ich nicht in einer Stunde am Flughafen. Doch. Das ist möglich. Von Hünkirchen doch. Doch, das ist möglich. Das geht. Gut, okay. Nimm einfach. Die Laura hat gesagt, einfach Sommerkleider mitnehmen. Bei mir. Sie hat ja gesagt, am rechten Haufen liegen genau, die Sommerkleider. Genau, rechter Haufen. Kennst du ja bei meiner Standardausstattung. Ausweise haben wir dabei. Habt ihr dabei, genau. Handy und Ladekabel und sowas. Das liegt eigentlich alles da. Gut, ich weiß, ob ich jetzt schaffe, weil es ist da eigentlich. Deswegen. Mama, gib Gas. Einpacken und schnell am Flughafen. Wir sehen uns am Flughafen. Ich gebe Gas. Und wir sagen dir dann, wohin. Wir schicken, wir geben Bescheid, wohin. Gell? Ciao. So, wir gehen noch mal raus, deine Schwester abfangen. So. Schau mal, wo sie ist. Ruf sie an. Wir rufen sie mal kurz durch. Das ist eine Demo, oder brauchen wir hier? Ich bin gerade beim Ausgang. Ich stehe gerade Ausgang Sonnenstraße. Lindwurmstraße. Keine Ahnung, wo ich soll gehen. Wir sind gegenüber von der Kreissparkasse. Sonnenstraße, ja. Genau, Sonnenstraße passt, ja. Bist du nervös, Laura? Ja, voll. Sendlinger Tor ist so schlimm, wo ist immer der Ausgang? Hä? Nicht in Lindwurm, sondern Sendlinger Tor musst du raus. Ja, ich finde den Ausgang nicht. Okay. Okay. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Gut, wir finden die jetzt schon. Also, sie müssen einen Mantel anhaben. Na, jetzt meldet sie sich wieder. Ja. Und lauscht. Davor seht ihr mich. Wo ist sie? Bei der Kreissparkasse. Da drüben steht eine mit einem Mantel. Nee, das ist sie nicht. Schau mal, das ist sie, doch? Ich bin mitten in der Mitte von doch, das ist sie. Ich sehe sie. Ah, ja, ich sehe dich. Wart mal hinterm Bus. Ja. Jetzt kommt der Bus und wir winken hier. Ah, ja. Wir sind hier. Ja, du und so. Unbedingt. Ich renne. Geh da oben rüber. Nein, nimm das Grün, das schaffen wir noch. Ja, okay. Also, bitte an die Verkehrszeichen halten hier. Jetzt, jawohl, ich gebe Gas. Ah, da ist die Schwester. Hallo. Grüß dich. Hallo. Servus. Laura, hallo. Ja, okay, ich bin der Barry. Ich habe gemerkt, du weißt schon Bescheid. Also, ja, wir kennen die gesehen. Schon immer. Ja, ja, eben. Groß geworden damit. Ja. Also, Mama haben wir erreicht. Okay. Die packt jetzt alles. Ihr könnt ja mit dem Auto noch ein Kommando geben, wenn noch irgendwas fehlt. Ja, die sollte die allerdings schon. Eigentlich schon. Ja, die fährt schon. Die fährt schon. Ja, weil sonst schafft es den Flughafen nicht, gell? Oh Gott, wo geht's überhaupt? Ich hab's nicht verstanden. Nach Kreta. Oh, ich liebe Kreta. Da war ich schon. Gott sei Dank haben wir Glück gehabt. Na, denn der ist es hier. Also, du gehst durch. Ich war gerade am Perlenarmbänder machen. Am Perlenarmbänder machen? Mit meiner besten Freundin. Okay. Und die habe ich jetzt einfach stehen gelassen. Oh, die macht jetzt die Perlen alleine. Ja. Wenn jetzt die Mutter es nicht schaffen würde im Flughafen? Wir würden einfach losfliegen. Dann fliegt er einfach los. Ja. Ohne das ist ja schon mal gut. Man kann das Zahnbürstel und den Bikini kriegen wir noch hin. Genau, das kann man vorher kaufen. Also. Okay. Das Wichtigste ist dabei, Ausweis und dann... Und ich habe dich dabei. Das ist ja Geschwisterliebe. Ja. Okay. Wie weit seid ihr auseinander? 2 Jahre. Ne? Okay. Geht man dann schon mit dem großen Bruder schon noch mal um die Häuser oder ist das irgendwie alles. Doch... Alles. Das ist mein bester Freund. Ja. Ah, cool. Vor allem, wir studieren ja das Gleiche. Und das wäre? Deswegen Jura. Deswegen okay. Machen wir eigentlich lass mich raten, der Papa ist Jurist? Nein. Was? Überhaupt nicht. Was ist denn da los? Wir sind die allerersten Juristen in der Familie. Echt? Also, ihr werdet. Wir werden, ja. Ah, jetzt ruft
ich meine beste Freundin mich an. Hallo, hi. Amelie. Mein Bruder ist auch da, gell? Hallo. Ja, für dich. Hallo. Das ist jetzt die Perlen alleine. Ja, mit den Perlen. Ich habe erzählt, dass du mit den Perlen, dass ich dich stehen gelassen habe und dass mir echt leid tut. Das macht gar nichts. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Urlaub. Ja, wir holen das nach. Auf jeden Fall. Hast du die Perlenketten kaufen können, oder? Ja, habe ich. Perfekt. Genau. Dann ganz viel Spaß euch. Dankeschön. Und ich halte dich auf dem Laufenden mit Bildern. Unbedingt. Okay, dann noch schöne Grüße auch an den Alex. Tschüss und liebe Grüße an deine Familie. Richtig auch. Tschüss. Tschüss. Und nicht nur sie kriegt Bilder, sondern auch die Zuschauer kriegen Bilder. Weil ihr seid nämlich so lieb und macht ein, zwei Videos und macht ein paar Bilder. Und man nennt mich auch Mini-Influencer-Fotograf. Wunderbar. Also wir blenden es dann am Ende der Sendung ein. Aha, ja. Ja, weil, sehr gerne. Dass die Zuschauer wissen, dass ihr wirklich geflogen seid und das nicht irgendwie am Flughafen und dann hinterher nehmen wir euch die genau, alle wieder nach Hause. Und schicken euch in die S-Bahn nach Hause, genau. Zum Glück habe ich noch die Bücher in der Bücherei zurückgegeben. Ich habe ja auch noch einiges. Ja, das Inhaber sagt, der kommt mit in den Urlaub. Ich habe auch der Mama gesagt, mein iPad und mein BGB muss sie einpacken. Oh, das BGB. Oh, ja. Das bürgerliche Gesetzbuch. Ja, das ist. Das ist dann zum Einschlafen, oder? Ja. Genau, eine Nachtlektüre. Das ist ja schon trockenes Zeug, oder? Gerade ist sogar interessant, weil es geht gerade alles um Schadensersatz und da kann man sich dann gut wehren. Im Notfall. So ist eigentlich. Okay. Was ist so, wo würde da jetzt hintendieren? Also seid ihr ja schon eine Zeit dabei? Da war ich ja gerade auf dem Weg eigentlich dorthin, zu einer Kanzlei, wo ich als Student arbeite. Ja. Und das ist eine Wirtschaftskanzlei. Und da komme ich natürlich in Kontakt mit den ganzen gesellschaftsrechtlichen Themen. Also dass das dann doch mal das Wirtschaftsrecht sind. Genau, und bei dir? Bei mir dasselbe. Auch? Also ich arbeite auch in der Kanzlei. Seid doch nicht so gleich. Wir sind wirklich, ich arbeite in der gleichen Kanzlei. Okay. Und deswegen, und das färbt dann ab? Ja, es macht wirklich sehr viel Spaß. Wenn jetzt so ein Geschwisterpärchen nicht so weit auseinander ist, logischerweise 20 und 18, oder? Wenn ich richtig aufgepasst habe. Wer passt jetzt da mehr auf wen auf? Ja, also ich sage immer, sie ist meine inoffizielle Managerin. Ja, liebend gerne. Ja. Okay. Aber sie organisiert immer gerne, sie plant gerne. Und das, ja, das erkenne ich gerne an und deswegen überlasse ich das natürlich auch immer gerne an Sie. Ja, praktisch. Ja. Okay, nehmt ihr mal die Taschen mit. Sie müsst jetzt praktisch da oben rumfahren, hier wieder rumfahren und hier runter. Da steht hier auf Terminal 1 ED. ED? Ja, DE, ja, da muss ich rein. Ja, links, da musst du rein. Links rein. Links. Und da ist die Mama. Jetzt haben wir die Mama gestresst, oder? So richtig. Nein. Wunderschön. Gepäck raus und wir hauen ab. Okay. Weil die müssen nicht ganz schnell einchecken. Ich stelle mich schnell hier, oder? Stell dich hier. Ja, hier hin. Oh, Mama. Oh mein Gott, ist so toll. So, Gepäck alles drin. Haben wir alles, was sonst ihr braucht? Können Sie alles kaufen. Dann das könnt ihr kaufen. So. Ist da Linsenwasser drin? Weil wir dürfen nicht gegen Milliliter, aber das können wir innen aufgeben. Ihr könnt es ja noch aufgeben. Die Handtasche? Das ist mein Teil. Bleibt drin. Okay, Mama, das war ein kurzes Vergnügen. Wow. Wir müssen die wegschicken. Okay, auf geht's. Wo geht's, Papi? Nach Greta. Auf geht's. Ciao. Oh, schau, da pippern zwei da hinten. Ja, schau mal. Es tut mir leid. 7 Minuten haben wir noch. Ein bisschen verloren. Ich habe zwei Glückliche gefunden. Auf den allerletzten Drücker wieder. Wir waren schon kurz davor, hierher zu fahren. Dann haben wir ihn erwischt, beide in der Stadt, ohne ganz Gepäck. Spontan, ohne Gepäck, ohne alles. Wolltest du dich nicht nochmal anders überlegen? Glaub ich. Könnt mit. Jetzt machen wir erstmal den Eincheckvorgang, dann machen wir euch noch die Abschiedung. Alles der Reihe nach. So, jetzt mal hier ran. Nur ein Gepäck, ja, für zwei Personen. Ich darf nicht mitfliegen, muss da bleiben. Ich war nicht brav. Super, eure Tickets. Hier durch, ich sage jetzt hier Servus. Ach so.
weil da darf ich jetzt nicht mehr mit. Danke. Viel Spaß. Pass auf deinen kleinen Bruder auf. Dankeschön. Servus, kleiner Bruder. Du, gerne, gerne. Also, sehr sympathische Kandidaten, da kannst du gut sein. Ihr denkt an eure Fotos, an die Bilder. Auf jeden Fall, wir versorgen euch mit guten Urlaubscontent. Ja, und ich darf jetzt, naja, es gibt ja immer Sieger und Verlierer. Bei uns gibt es überhaupt keine Verlierer. Einen kleinen Trostpreis kriegen die, die jetzt warten, auch noch. Und zu dir gehen wir jetzt. Andreas und Anton. Richtig, so viel habe ich mir noch merken können. Das sollte das Mindeste sein, gell? Ja. Es tut mir leid, es ist halt, wie es ist. Es ist knapp und ich bin es ja gewohnt, ihr nicht. Die letzten zweimal sind die Joker-Kandidaten geflogen, jetzt war es halt mal wieder andersrum. Die Glücklichen, ja. Das ist ja, ja wie beim Roulette-Spielen, oder? Einmal das stimmt, schwarz, ja. Einmal ist rot, dreimal ist rot, einmal ist schwarz. 50-50, wir waren es ja gewohnt, sind aber trotzdem enttäuscht. Ihr dürft enttäuscht sein, aber ganz schlimm ist es nicht, weil immerhin 500-Euro-Gutschein von Coral kriegt er auch. Dankeschön. Das heißt, da kann man schon ein bisschen was abdecken damit, oder? Da hat sich zumindest einmal so ein halber Tag gelohnt. Ja. Das stimmt, danke. Und in der Sendung seid ihr auch drin. Ja. Also, der Gutschein ist euch sicher. Also als Joker-Kandidat rentiert sich's auch zu verlieren. Ja? Beworben habt ihr euch unter? Diezeitläuft.de. Also, das war der Hinweis. Wenn du sagst, okay, vielleicht mache ich nächstes Mal den Joker-Kandidaten dann bewerben. Und vielleicht, aber nur vielleicht, ja, bist du ja das nächste Mal mein Kandidat, wenn ich wieder irgendwo und irgendwann unterwegs bin. Und das heißt? Die Zeit läuft. Yes. Ja. Lieber Barry, liebes Die Zeit läuft Team, viele Grüße aus Kreta. Wir genießen hier das Hotel, den Strand und vor allem das wunderschöne Meer. Ja, aus dem kalten und verregneten München direkt hier auf die sonnige Insel Kreta. So schnell kann es gehen, ist immer noch unvorstellbar, ehrlich gesagt. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank an euch für diese tolle Reise. Und wir flanieren hier jetzt noch etwas durch Rüthymnon hier hinter uns. Also, Yassas! Yassas.